Herzlich willkommen bei TBL Reactions. Ich bin Henry. Ich bin der Konstantin von TBL. Der Henry ist von Dog Designs. Genau. Von meinem Lieblingskamerateam. Und wir starten jetzt wieder eine Reaction und wieder auf ein... Ich bin gespannt. Auf ein Freak Fight. Deine Lieblingsrubrik. Nein, noch nicht. Also ich muss, ich muss immer abstreiten. Ich bin im Sport sehen. Ich bin auch packende Kämpfer, aber... Zur Unterhaltung mal was Leichtes halt, auch wo man nicht viel denken muss und zugucken muss. Was passiert wirklich? Ich reagiere mir auf die Charaktere, wer da überhaupt in den Ring kämpft. Konstantin, erzählt mal kurz was dazu zum nächsten Fight. Er hat sich wieder was rausgesucht für mich, natürlich. Was ganz lustig ist, und zwar, es ist ein Kampf zwischen zwei sehr lustigen Charakteren. Der eine ist der Hände Bazookas. Das ist ein Typ, der sich was, ich glaube, der ist wirklich weltweit bekannt, der hat sich was reingespritzt, halt solche Dinge. Aber im Endeffekt ist er gar kein Kämpfer. Mittlerweile dreht er Pornos und versucht irgendwie den Leuten beizubringen, wie man richtig Squirting macht. Und das teilweise im Octagon. Ich weiß nicht, ob das bei dem Kampf passiert, weiß ich, aber es gibt einen Kampf, wo er das dann tatsächlich live zeigt. Naja, egal. Auf jeden Fall, das ist der eine Kämpfer und der andere Kämpfer. Sein Spitzname ist Mongole, weil er einfach so viel gesoffen hat, dass sein Gesicht sich so in die Länge gezogen hat und er schaut aus wie ein Mongole. Keine Ahnung. Genau, und außerdem will er McGregor sein und deswegen hat er auch ähnliche Tattoos wie McGregor. Okay. Und ich denke. Aber der kämpft ja bei der Freakshow, nicht bei UFC. Aber der kämpft nicht bei der UFC, aber ich denke, du wirst jetzt wirklich begeistert sein von dem, was da eigentlich abgeht. Ich schaue mir das an. Ich bin sehr neugierig, muss ich ehrlich sagen, weil die letzten zwei Dinge waren schon recht amüsant anzuschauen, muss ich sagen. Sportlicher gesehen war es nicht so, aber... Sport, also es geht hier natürlich nicht um Sport, sondern eher um Show, aber lustig ist es auf jeden Fall. Also, und, wie wir immer wieder sagen, trotzdem beide Respekt verdienen. Genauso jeder, der im Octagon ist, jeder, der in den Ring Octagon oder auf Tatami einsteigt, der hat Respekt verdient, so oder so, wer Sportler ist oder nicht. Man braucht trotzdem Mut. Genau, man braucht die Eier dazu. Wirklich gesagt, die Eier, da reinzugehen in den Ring und zu wissen, man kriegt einen auf die Fresse, wenn man nicht aufpasst. Ja. Oder auch wenn man aufpasst, man kriegt immer einen auf die Fresse, egal aber was. Man muss aber auch sagen, auch zu den TBL-Kämpfern, die dabei sind, Hut ab vor den Jungs, die da wirklich reingehen und da eine richtige sportliche Leistung abbekommen. Ja, TBL Germany, schaut die ganzen Videos an, was auf unserem Channel sind, von TBL 1 bis zu TBL 4. Schaut Channel euch. Abonnieren, Glocke, ganz wichtig, wie immer. Okay, wir starten jetzt mit dem Fight. Ich bin gespannt, was passiert. Dann los geht's. So. Das ist der Mongol. Okay. Der erinnert mich ein bisschen an den von Mortal Kombat, an den Zauberer. Ja, kann sein, stimmt. Genau. Also wenn der ist 49 Jahre alt. Okay. 40 Jahre alt. Der ist wirklich... Aber der ist klar bei Sinnen. Der ist... Definiere klar bei Sinnen. Also nicht auf irgendwas oder so... Nein, das nicht, aber... Er, ich glaube seine Frau oder so, oder Freundin und noch ein paar anderen, die haben so eine Alki-WG gegründet und haben dann angefangen auf YouTube zu streamen, das alles, wie die saufen, wie die da, was die da treiben und sind wirklich groß geworden dadurch. Mhm. Also der YouTube-Channel ist wirklich groß geworden und die versuchen noch zusätzlich zu hypen und eben jetzt noch die Kämpfer zu und machen. Das ist der Hände Bazookas, du siehst seine Hände. Alter Schwede, das ist ja nicht mehr menschliche. Und vor allem, wer tut sowas? Also, ich weiß nicht. Also, ich ganz ehrlich nicht, ich möchte meinen Körper nicht ruinieren. In der Hinsicht. Ja, und das ist doch. So. Also. Ich glaube. Was glaubst du, wer gewinnt? Ich glaube, der Ältere. Ich glaube auch, dass der Ältere gewinnt. Der ist irgendwie. Der Schläger, der geht nach vorne, der hat keine Angst. Der andere, glaube ich, ist ein bisschen schüchterner. Aber die Bazooka. Ist das jetzt eine Arme Kicken mit, oder? Nee, nur das ist. Boah, ich glaube, das ist MMA sogar. Okay. Ich habe gerade einen Kick gesehen, so in der Stunde. Ich bin immer ein bisschen so abgelenkt von den Oberarm vom Bazooka. Ja. Bin heftig. Ja, wenn du die Hände und die Beine vergleichst von ihm. Schau das. Schau, und die Jabs treffen und Schlagabtauschen, beide treffen. Okay. Und ich muss sagen, der Mongol, der schlägt und der weicht auch aus, also der hat schon ein bisschen Technik. Mit Kicks, oder? Ja, ja.
Alter, wahnsinnig. Aber ich finde das koordinierter als ja. ich gedacht hätte. Also ja. Auch von beiden, auch von Nemo. Genau, also so traurig ist es gar nicht. Ja. Und schau, 45 Jahre alt und der Schläger, der kämpft. Aber schau, der läuft einfach weg. Ich glaube, der ist schon... Der hat null Ausdauer, der... Der hat aber... Wahnsinn, also die Arme. Schau, und der trifft und trifft. Das ist vorbei, es ist vorbei. Der kann sich nicht mehr decken, der will auch nicht mehr. Der will nicht mehr. Ich hab gewusst, dass der Ältere gewinnt. Ja, der will nicht mehr. Er ist in den Ring ganz anders reingegangen als Bazooka. Ground Pound. 5 Sekunden, ich glaube, das kommt in die nächste Runde. Aber die Runden gehen nicht so lang. Normalerweise geht es 5 Minuten. 3 Minuten hier. Okay. Normalerweise geht es 5 Minuten. Aber Profi okay. Genau. Und der ist frisch, der schaut immer noch frisch aus. Ja. Also ich hätte auch gedacht eigentlich, dass der Jüngere dann Also ich hätte auch gedacht, dass der mehr Ausdauer hat. So, Runde geht weiter. Okay, der steht jetzt gerade auf, wir haben ein bisschen vorgespult, wir schauen mal an, was jetzt passiert in der zweiten Runde. 2 Minuten geht die Runde. 2 Minuten, okay. Schlägt zurück, schlägt zum Körper. Okay, jetzt ist es ein bisschen mehr. Der geht zum Körper. Verstehe nicht, warum der zum Körper geht. Der andere ist voll offen. Ja. Vielleicht versucht er seinen Ausdauer. Vielleicht kann der auch die Arme nicht so schwingen, halt so oben am Kopf halt, ne? Das weiß ich auch nicht, ne? Ja. Sherry, der will nicht mehr. Trifft, aber schau, der schmeißt einfach wild um sich herum, aber trifft. Und der hat sogar einen Takedown geblockt. Der hat Defense gemacht. Gar nicht mal so schlecht. Also ich meine dafür, dass die jetzt keine Profikämpfer sind. Ich bin schon, also der Kampf fesselt mich schon ein bisschen mehr als der letzte, muss ich sagen. Ja. Wirklich. Weil der doch ein bisschen... Die Arme so, jetzt will er Armbar machen. Gott, der reißt doch seine Hand aus. Der reißt nicht die Arme aus, der reißt das Ding aus. Was ja, genau. Schau, der will tatsächlich, der schafft Armbar. Gib halt fuck. Auf, Alter, das ist doch ungesund. Schau mal hin, Alter. Das ist, übelste. Auf die Adern von dem Bazooka. Alter. Ja, der muss eigentlich nur ein bisschen drehen. Den Daumen nach oben. Gib halt einfach auf, Alter. Schau, die Hand an sich tut mir weh. Mir tut der ganze Muskel, der Bizeps, alle tut mir weh, der Bizeps. Ist der Wahnsinn, ey. Oh, der muss da platzen. Der hat aufgegeben, Gott sei Dank. Das kannst du ja gar nicht mit anschauen, ey. Der platzt der Bizeps. Ja, voll. Respekt an den älteren Herr natürlich, am Mongole. Großen Respekt, ja. Sag mal, wie der Charakter bei Mortal Kombat heißt, der Hexer. Ihr wisst schon, wen ich meine, von den ersten 5 von Mortal Kombat. Ja, der erinnert mich daran. Ich weiß nicht, Cheng Sang? Cheng Sang, ich weiß nicht. Sang, ja. Wenn es der ist, sagt Bescheid, ob ich auch richtig lag. Aber. Das ist krank, die Arme. Wow. Schüttelt es mich, wenn ich daran denke. Wenn ich ja, das ist hätte. Voll ekelhaft. Aber ja. Trotzdem Respekt an beide Kämpfer, dass sie im Ring standen. Aber genau, und jetzt kommt was. Ah. Also, wie ich schon gesagt habe, er, also der Bazooka-Typ, der macht ziemlich viele. Was macht er viele? Er dreht Pornos und. Okay. Und, der wollte hier jetzt was auch vorführen. Ich bin gespannt, ob er was vorführen kann. Ja, macht. Also schau es dir einfach an, ich werde das nicht kommentieren. Er hat auch extra seine Freundin dafür eingeladen. Jawohl. Hut ab, dass er seine Freundin ist bei den Bizeps. Ich glaube, es geht nicht um Bizeps. Aber. Das sind. Alles haben sie raus, oder? Das ist. Okay, der zeigt nichts. Okay, passt. Gut. Okay, gut, dann. Passt schon so, wir wollen ja Jugend. Wir wollen ja ein bisschen so. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wieder mal, wie wir
Freak-Kämpfe angeschaut haben. Es war sehr schön, wieder unterhaltsam. Wir sind raus. Abonniert den Channel. Glocke. Na genau. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bald.